Ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir dabei sein dürfen. Ja, genau. Wir freuen uns, heute da zu sein mit unserem Thema. Und ich sage einfach mal, was es ist, und dann stellen wir uns ganz kurz vor. Also das Thema lautet klimaresiliente Schulen, wie Menschenbilder Schule machen können. Ja, und wir, das bin einmal ich bin Verena Kantrowitsch. Ich komme eigentlich aus einem eher aus dem Bereich der berufsbezogenen Beratung, Coaching. Ich habe mich mit vielen Dingen befasst und bin seit 2 Jahren bei den Psychologists for Future, und seitdem finde ich kein Thema psychologisch spannender als die Klimakrise. Ja, und ich freue mich jetzt auf den Vortrag, den ich zum Glück nicht alleine mache, sondern mit meinem lieben Kollegen Felix Peter. Ja, ich freue mich auch, das mit dir heute machen zu können. Ich bin auch bei den Psychologists for Future, auch schon seit knapp 2 Jahren. Vorher schon mit dem Thema Klimakrise beschäftigt und dann mit diesem mal im Hinterkopf auch bei den Psychologists eingetreten. Ja, und ansonsten bin ich Schulpsychologe vom Beruf und deshalb auch relativ dicht am Kontext Schule dran. Ja, Verena, magst du anfangen? Ja, unbedingt. Ja, wir haben für heute 2 Hauptteile und Ziele. Das erste ist, dass wir in der Theorie darüber reden wollen, warum Menschenbilder entscheidend sind. Und hier wollen wir vor allem die Chancen des sozialen Kontextes noch einmal darstellen. Und dann haben wir einen Praxisteil, wo es darum geht, wie Schulen klimaresilienter werden können. Was das genau heißt, Resilienz, das werden wir noch erklären. Wenn man sich die Klimakrise anschaut, dann fragt man sich ja, wo ist denn da Psychologie? Sind da nicht vielleicht andere Fächer relevant? Aber es ist ja eigentlich ziemlich offensichtlich, wo die Psychologie drinsteckt. Denn es handelt sich um eine reale, anhaltende, verunsichernde, globale und existenzielle Bedrohung. Die ist zeitlich und räumlich akut, spürbar und stressauslösend und sehr bedrohlich, also gerade in dem auch individuell unkontrollierbaren Ausmaß. Und sie ist menschengemacht, also anthropogen. Und deshalb liegt allerdings auch die Lösung in menschlichem Handeln. Wenn man sich das jetzt aber genauer anguckt, wo die Hürden und Lösungen liegen, dann kann man noch mal ein bisschen spezieller gucken, was eigentlich unser Fokus sein sollte. Es gibt nämlich den Fokus des Individuums. Also da schauen wir uns an, was ist denn bei mir los oder bei Felix los, bei jedem Einzelnen los, warum wir uns mehr oder weniger mit der Klimakrise beschäftigen und uns entsprechend verhalten. Man kann aber auch den Fokus auf den sozialen Kontext richten und schauen, inwieweit beeinflussen uns denn die Infrastrukturen und die sozialen Situationen, in denen wir alltäglich unterwegs sind. Wie sehr liegen da auch die Ursachen und Gründe für unser Verhalten? Und je nachdem, welchen Fokus man besonders einnimmt, formuliert man auch unterschiedliche Ziele. Also wenn man zum Beispiel jetzt auf das Individuum schaut, dann möchte ich einen befreundeten Lehrer zitieren, der hat gesagt, SchülerInnen sollten intrinsisch motiviert sein, weniger Plastik zu verwenden, nicht ständig das neueste Handy zu kaufen und ihre Handyakkus nicht dauernd zu laden. Also da geht es um Konsumverzicht, wo er sagt, Mensch, das wäre doch gut, wenn wir das den SchülerInnen zeigen würden. Bei solchen Maßnahmen geht es immer um die Förderung nachhaltigkeitsbasierter Motive und Werte beim Einzelnen, also bei uns selbst. Und die Verringerung des Fußabdrucks liegt dann relativ nahe. Also wenn wir alle weniger konsumieren, dann ist auch unser Fußabdruck geringer. Wenn ich jetzt eher auf den sozialen Kontext schaue und den in den Fokus nehme, formuliere ich auch die Ziele anders. Dann sage ich zum Beispiel, wir brauchen gute gesetzliche Standards, zum Beispiel so Regelungen und Garantien für Handys oder dass alle die gleichen Akkus haben, man kennt ja das Problem. Oder auch Wissen darum, wie wir selbst gesellschaftliche Partizipation erfahren und genau solche Dinge überhaupt mitgestalten können. Und dieses Mitgestalten, also dieses Fördern besserer Infrastrukturen und die Partizipation daran, die auch dann letztlich zu Gesetzen führt, das bedeutet die Vergrößerung des Handabdrucks. Die gute Nachricht, wenn wir uns jetzt nochmal das Individuum anschauen, ist, dass die Klimakrise tatsächlich vielen Menschen bewusst ist, und zwar der großen Mehrheit. Also ein Beispiel ist eine Umfrage aus dem Frühjahr 2020, wo Corona schon vorherrschte, von der DBU. Die Mehrheit sagt, ja, die Klimakrise ist einfach in den Ausmaßen noch schlimmer als die Corona-Krise. Das ist also kein Geheimnis mehr.
Und auch beim Thema erneuerbare Energien sagen 78% der BürgerInnen, ja, das wäre gut, wenn die stärker ausgebaut würden. Wir sind dafür. Und insgesamt gibt es ganz viele Aussagen, die in dieser Umfrage dafür sprechen, dass Menschen sagen, es muss sich etwas verändern und wir wollen, dass die Politik daran etwas verändert. Also die deutliche Mehrheit in Deutschland und der EU ist das, die dann sagt, jo, da muss mehr Ehrgeiz in der Politik da sein. Und auch bei Jugendlichen ist das Thema Umweltschutz ein Top-Thema. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche Umfragen, die das eben belegen, was uns manchmal überraschen mag, weil vielleicht denkt man, oh, so viele haben es doch vielleicht doch noch nicht gehört. Doch, die allermeisten sind sich dessen bewusst, zumindest hier in Deutschland und in der EU. Aber es gibt auch weltweit Zahlen dafür. Jetzt kann man ja sagen, ja, schön, wenn sie sich bewusst sind, die Menschen, und wenn sie Wünsche haben, dass sich was verändern soll. Aber warum handeln denn Menschen nicht nachhaltiger? Also, es kommen immer wieder solche Sachen wie im Jahr 2019 war die Mehrheit der Menschen für ein Böllerverbot, haben gesagt, ja, das braucht kein Mensch mehr, Feinstaub und so weiter. Und trotzdem wurden im gleichen Jahr so viele Böller verkauft wie nie vorher. Und das ist jetzt mal so ein, ja, anschauliches Beispiel, aber wir finden ja solche Widersprüche überall, ob es ums Wohnen geht, ob es ums Essen geht, um Konsum oder Technikkonsum, um soziale Medien oder die Nutzung digitaler Plattformen. Ganz oft wissen wir, ha, so richtig super ist das nicht und wir machen das aber trotzdem. Und dann ist ja die große Frage, warum machen wir denn dann nicht das, was wir wollen, also das, was nachhaltig ist? Warum gibt es so oft bei Menschen eine Lücke zwischen den Einstellungen und dem Verhalten? Schauen wir uns da mal ein psychologisches Modell an, wo es um das Individuum geht. Also wir sehen diese individuelle Person, und wir sehen, um sie herum sind ganz viele individuelle Blockaden. Zum Beispiel, dass es weit weg zu sein scheint, das Klimathema. Aber auch, dass wir, das ist die zweite Hürde, Doom, Untergang, dass wir vielleicht denken, ja, ach Mensch, also die Welt wird schon nicht untergehen, die Zivilisation, das haben wir jetzt schon so oft gehört, dass es 5 vor 12 ist, haben wir uns irgendwie schon dran gewöhnt an diese Untergangsszenarien. So schlimm wird es schon nicht kommen. Dann die Dissonanz möchte ich auch ganz beispielhaft gerade einmal rausgreifen. Jeder kennt das, man macht etwas, zum Beispiel wohnt man auf einer sehr, sehr großen Wohnfläche oder tut andere Dinge und denkt dann, ah, so richtig super ist das nicht. Das ist ja auch ein Problem, wenn alle Leute jetzt die genauso leben würden wie ich. Aber ganz so schlimm wird es schon nicht sein. Und andere sind ja außerdem noch viel mehr beteiligt an den Ursachen für die Krise. Und so gibt es jetzt viele, viele Hürden, die man bei uns psychologisch feststellen kann, wo man sagen kann, jo, damit schaffen wir das Problem dann doch ein bisschen von uns wegzuhalten. Und wer dazu ausführlich was hören möchte, habe ich hier den Buchtipp anbei und auch einen kleinen TED-Talk. Also das sind nur 15 Minuten, ein Video von Per Espen Stoknes, der das noch einmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Aber es gibt nicht zu Unrecht Kritik. Es gibt Kritik daran, wenn man nur diese psychologischen Hürden sieht. Denn wir haben ja eben schon gesagt, die Einstellungen sind doch schon mal gut, das ist doch auch eine gute Nachricht. Und okay, wir haben da irgendwelche Hürden, aber ist es nicht auch sehr, sehr wichtig, auf die systemischen Blockaden zu schauen, die im sozialen Kontext ständig und überall da sind? Weil während die meisten BürgerInnen zwar ehrgeizige Klimapolitik wollen, ist Fakt, dass Straßen und Flughäfen ausgebaut werden statt Bahnstrecken. Es wird immer noch fossile Energie subventioniert. Schulkantinen sind meistens fleischlastig und das Essen kommt aus konventionellem Anbau. Es gibt oft nur eine Mülltonne, es gibt keinen Ökostrom, der Schulweg ist oft nicht ungefährlich, sodass Elterntaxis sich etabliert haben. Und das sind alles auch nachvollziehbare Gewohnheiten und Infrastrukturen, die sich ausgebildet haben, wo wirklich die Problematik in diesen Strukturen liegt und nicht einfach im Individuum und in der Psychologie. Schauen wir uns das nochmal zusammen an. Und da ist jetzt ein Punkt ganz wichtig. Selbst wenn ich mich bemühe, ich habe all meine Hürden abgebaut, ich bin total dabei, selbst dann schaffe ich das nicht, wenn ich hier in Deutschland lebe, CO2-Äquivalente von 1,5 nur zu produzieren. 1,5 Tonnen schafft niemand, der am Leben teilnimmt, der im sozialen Kontext lebt, den wir alle unseren Alltag nennen. Wir können das reduzieren, aber wir kommen nicht auf dieses Ziel. Und das zeigt nochmal, wie bedeutsam das ist, kontextorientiert sich die verschiedenen Hürden anzuschauen und vor allem da den Schwerpunkt zu suchen.
Wir können Widersprüche lösen. Also es gibt zum Beispiel auf der Ebene des Individuums viele gute Appelle und auch viele psychologische und pädagogische Ideen, wie man die Kommunikation zum Beispiel gut gestalten kann und wie man Menschen motivieren kann. Also wenn man den Untergangsszenarien um die Ohren haut, klappt das zum Beispiel meistens nicht so gut. Es ist viel, viel besser, motivierend und positiv darüber zu sprechen. Und da haben PsychologInnen mittlerweile ganz viele gute Ideen und Konzepte, wie man da in der Kommunikation anders auftritt. Aber, wie ich ja gerade schon sagte, hier können und müssen mehr Widersprüche gelöst werden. Und das passiert jetzt gerade, indem zum Beispiel so ein Kongress läuft wie jetzt, wo wir uns alle miteinander vernetzen und teilhaben an dem Wissen, an den Ideen, Querbezüge deutlich werden zwischen den verschiedenen Leuten und wo wir alle dann damit Einfluss nehmen auf das, was wir alle an sozialen Normen haben, was wir weitergeben und was unsere Rahmenbedingungen sind. Jetzt kommen wir zu dem Thema Menschenbilder, weil es ist nämlich was Interessantes der Fall. Oft ist das so, dass wir jetzt so aufgewachsen sind, ich spreche jetzt auch durchaus mal von mir selber, dass man das Individuum so anschaut, dass man so aufgewachsen ist, ja, das Individuum hat aber grundsätzlich Chancen. Also der Einzelne hat doch viele Chancen in dieser Welt. Das Individuum ist ein selbstwirksamer Charakter. Also ich kann selber etwas tun. Viele kennen denn das Narrativ des American Dreams, vom Tellerwäscher zum Millionär. Du musst dich einfach nur genug anstrengen, dann klappt das schon. Außerdem gibt es Persönlichkeitsentwicklung, die im Vordergrund steht, die auch möglich ist. Es gibt Selbstoptimierung. Es gibt viele Dinge, die das Individuum machen kann, um sozusagen selbstwirksam zu sein und besser in Anführungsstrichen zu werden. Und Ziele in der Schule, die an diesem Individuumcharakter anknüpfen, sind individuelle Selbstwirksamkeit, Leistungsmotivation und Fachkenntnis. Auch die Schulnoten in der Schule sind ja super individuell. Also wir kriegen für unsere individuelle Leistung eine Rückmeldung und haben dann auch die Möglichkeit, uns zu verbessern. Wenn wir auf den sozialen Kontext schauen, dann sehen wir oft eine Warnung. Dann ist es oft so, dass als erstes uns einfällt, ja, der soziale Kontext, der birgt aber auch einiges an Risiken. Und durchaus richtige Risiken. Also das Individuum kann manchmal gefährdet sein von sozialen Einflüssen. Es gibt historische Ereignisse, die uns das zeigen. Es gibt Polarisierungstendenzen in Gesellschaften, die uns das zeigen. Es gibt ganz ernüchternde mediale Berichte und auch psychologische Studien, zum Beispiel zu Gehorsam oder unterlassener Hilfeleistung, zu Manipulation, wie Leuten in Gruppen Dinge tun, die sie sonst nicht tun würden. Ziel in der Schule, um diese Risiken zu vermeiden, sind dann, Zivilcourage zu zeigen und ein Bewusstsein über Gefahren zu schaffen. Also zum Beispiel Gefahren durch soziale Medien oder also andere soziale Einflüsse. Und als Lektüre haben viele auch deshalb Die Welle gelesen, wo es genau auch um solche Themen geht. Die naheliegende Motivation in der Klimafrage wäre, wenn ich diese beiden Brillen sozusagen aufhabe, die Chancen und Risiken auf diese Weise sehe, dass ich den persönlichen Fußabdruck verringern möchte und zwar auch in widrigen Situationen. Grundsätzlich ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Es ist nur die Frage, ob es ausreicht. Schauen wir uns jetzt nochmal die Risiken des sozialen Kontextes auch ganz ehrlich an. Die sind ja nun mal da. Es gibt die sogenannte Bystander-Apathie. Und das ist ganz spannend, weil das so symbolisch für die aktuelle Situation ist, in der wir leben. Also es gibt die bekannte Rauchstudie, da war das so, müsst ihr euch vorstellen, man wurde von einem Versuchsleiter in einen Raum gebracht, wo man Aufgaben lösen sollte. Dann ging der Versuchsleiter weg und als er weg war, sah man, wie Rauch durch den unter der Türritze hervorkam. Und wenn man alleine dann in dem Raum saß, haben die meisten Leute gesagt, hä, Moment, da muss ich ja mal dem Versuchsleiter Bescheid sagen. Hier scheint irgendwas nicht zu stimmen. Hier brennt es offenbar. Ja, und wenn die Leute allein waren, haben die das auch gemacht. Dann haben die in 75% zumindest der Fälle schnell Meldung gegeben und gesagt, hallo, hier stimmt irgendwas nicht. Jetzt haben Psychologen ja immer so gemeine kleine Tricks oder Bedingungen. Sie haben dann einfach drei Leute im Raum gesetzt und haben geguckt, was passiert dann. Und komischerweise haben sich dann nur noch 38% gemeldet und gesagt, dass da was nicht stimmt. Also die Mehrheit der Leute hat einfach weitergesessen und ihre Aufgaben bearbeitet. Und nur noch 10% haben sich gemeldet, wenn zwei untätige Konföderierte mit im Raum saßen. Das sind Eingeweihte des Versuchsleiters, die extra unbeteiligt tun und ihre Aufgaben ganz stumpf weiter bearbeiten. Dann haben nur noch 10% Bescheid gesagt und saßen also da im Qualm. Was ja ganz symbolisch ist, ne, für die aktuelle Situation, in der wir auch gerade sind.
Es gibt eine weitere Studie, die verletzte Versuchsleiterin, im Prinzip ähnliches Szenario. Die Versuchsleiterin gibt einem Aufgaben, geht raus und dann hört man, wie es rumpelt und sie sagt, aua. Und dann guckt man, okay, wer hilft ihr jetzt? 70% der Leute halfen, wenn sie eben allein im Raum gesessen haben. Und auch hier, wenn ein Unbekannter mit dabei war, nur noch 40%. Und wenn ein Untätiger, Konföderierter, also der bewusst besonders unbeteiligt hat, waren es nur noch 7%, die geholfen haben. Tja, das sind die Risiken im sozialen Kontext. Aber es gibt auch Chancen, und zwar Chancen durch Verbündete. Und da gucken wir jetzt eben drauf, weil es gibt ein paar wichtige Details in dieser Studie. 70% der Leute haben nämlich der verletzten Versuchsleiterin sehr wohl geholfen, wenn ein Freund anwesend war. Also kein Anonymus, irgendjemand, den ich nicht kannte, sondern wenn ich da mit einem Kumpel saß, habe ich durchaus Bescheid gesagt. Genauso schnell, wie ich sonst auch gemacht hätte. Und auch in anderen Studien zeigt sich das. Diese Bystander-Apathie, die gilt nur in Situationen, die sozial anonym sind, die uneindeutig sind, die überfordernd sind und oder die irgendwie selbstgefährdend sind, also dass ich mich selbst in Gefahr bringe. Eigentlich sind Menschen sehr hilfsbereit und auch in der Lage, Gefahren zu erkennen. Das ist die gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht ist, dass der Wert Gemeinsinn auch ohnehin verbreiteter ist als der Wert Egoismus. Das denken wir manchmal nicht, aber also zumindest wir denken von uns selber, dass wir einen guten Gemeinsinn haben. Aber anderen unterstellen wir manchmal vorschnell Egoismus. Ja, und das sind ja gute Nachrichten auch für die sozialen Gruppen. Und so gibt es auch Meilensteine durch soziale Bewegungen. Lest euch das einfach mal durch. All diese Dinge sind nicht von selbst gekommen oder wurden einfach nur von oben verordnet, sondern es waren soziale Bewegungen, die dazu geführt haben, dass solche Meilensteine erreicht worden sind. Und es gibt eine Autorin, die stellt die Frage, sind eigentlich soziale Bewegungen im Schulunterricht genauso gut vertreten wie kriegerische Auseinandersetzungen? In Amerika scheint es so zu sein, dass ein Ungleichgewicht besteht und es viel wichtiger wäre, über soziale Bewegungen mehr zu erfahren. Insofern, wenn das interessiert, ist nochmal der Link zu der entsprechenden Literatur angegeben. Es ist also wichtig, wenn wir uns Chancen und Risiken beim Individuum und bei der sozialen Situation anschauen, dass wir beides machen. Also der Einzelne hat Chancen, das ist so. Es ist auch gut, wenn wir als Antrieb so ein gewisses Geltungsstreben haben. Geltungsstreben sagt übrigens ein Psychologe, der jetzt seinen 150. Geburtstag gefeiert hätte, der hat gesagt, wir haben doch ein Geltungsstreben, auch ganz, ganz gut und richtig oder kann ein guter Antrieb sein, dass wir Leistung erbringen wollen, dass wir uns überhaupt anstrengen, dass wir Frustration aushalten, dass wir diszipliniert sein können. Das ist alles völlig in Ordnung. Allerdings ist es jetzt gut zu sehen, die Gruppe hat nicht nur Risiken, die hat sie, aber die Gruppe hat auch totale Chancen. Und dann ist das Individuum Teil einer wirksamen, solidarischen Gemeinschaft. Und auch hier, der Psychologe, der den 150. Geburtstag gefeiert hatte, Alfred Adler, hat das Gemeinschaftsgefühl genannt. Er hat gesagt, dass dieses Geltungsstreben eigentlich dann erst richtig gut wird, wenn es bezogen ist auf andere, auf eine wirksame Gemeinschaft. Und vielleicht ist das das, was uns manchmal etwas verloren gegangen ist und das, was wir zu wenig naheliegend finden. Es wäre also schön, wenn wir so eine Art Schwarmintelligenz fühlen würden. Und heute und bei diesem Kongress, würde ich sagen, ist da eine ganze Menge von vorhanden. Es geht um Werte wie Solidarität und soziale Unterstützung. Und es geht um neue soziale Standards. Jan Böhmermann hat neulich in seinem Podcast tatsächlich gesagt, ein unterschätzter Wert von ihm ist gewesen Solidarität. Das fand ich sehr schön. Und so sehe ich immer mehr, dass das Thema gerade viel mehr an allen möglichen Stellen wieder aufpoppt. Wenn das so ist, dass dieses Thema dann relevant wird und dass wir die Chancen der Gruppe sehen, dann können Ziele in der Schule natürlich auch sein, dass wir neue Standards genau da vorleben, also dass wir Solidarität dort erleben, dass wir Partizipation von SchülerInnen dort erleben, dass wir das Gemeinschaftsgefühl ganz normal finden und SchülerInnen ermöglichen wollen, dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben. Also ich selber bin gerne zur Schule gegangen, aber Gemeinschaftsgefühl war immer nur bei Freizeitprojekten, zum Beispiel bei einem Schulmusical, da war das richtig klasse. Da war die ganze Schule involviert für eine riesen tolle Sache, die wir nachher gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Aber sonst war doch sehr, sehr viel auf mich selbst bezogen und auf das, was ich geleistet habe. Und ich habe das auch gemerkt,
Zum Beispiel Felix und ich, wir haben schon mal zusammen einen Artikel geschrieben. Dann dachte ich, boah, der Felix, der kann so gut formulieren. Das kann er einfach, der kann immer auf den Punkt das alles machen. Und ich verliere manchmal zu viele Worte. Ich will das genauso gut können wie Felix. Statt einfach zu denken, wie cool, Felix und ich sind Kollegen, wir machen das zusammen. Und indem wir das zusammen machen, wird eigentlich erst die coole Nummer daraus. Nicht indem ich dann auch alles können muss, was Felix kann. Ja, und wenn ich so denke, liegt natürlich der Handabdruck nahe, weil ich dann auch was verändern will. Ich habe das nochmal in vier, Psychologen mögen sehr gerne Vier-Felder-Schema, und das habe ich dann nochmal eingebaut. Also schaut nochmal, das Individuum kann eben als Chance die individuelle Selbstwirksamkeit haben. Das ist klasse, das ist super, da ist nichts gegen zu sagen. Es gibt aber auch ein Risiko beim Individuum, nämlich, dass ich mich selbst überschätze oder dass ich mich überfordere. Das Risiko im sozialen Kontext, also unten rechts, haben wir uns angeguckt, dass ich Mitläufer werde oder dass ich zur pluralistischen Ignoranz neige, also wie in diesem Bystander-Effekt man das eben sieht. Und jetzt unten links, das ist das, wo wir vielleicht unser Augenmerk noch mehr darauf richten müssen: kollektive und partizipative Wirksamkeit. Wie kann das gelingen? Wie können wir das mehr fördern und auch ernst nehmen und SchülerInnen viel mehr an partizipativen Prozessen teilhaben lassen? Ja, wie können wir sozusagen schwarmrelevant werden? Also wir können dann, wenn wir das schaffen, sind wir von bemühten KonsumentInnen und von KonsumentInnen, die ständig ein schlechtes Gewissen haben, werden wir dann irgendwann ganz gemeinschaftlich ein Schwarm von GestalterInnen. Und natürlich, wenn nicht Schulen, wer sonst, ist absolut schwarmrelevant. Also was wir dort lernen, das lernen wir wirklich fürs Leben. Und deshalb wäre es so, so wichtig, den Fokus darauf noch mehr zu setzen. Und ich glaube, da kriegen wir in diesem Kongress viel Input zu. Der Kontextschule hat die Chancen auf beiden Ebenen. Warum? Natürlich, Sozialisationskontext, große Reichweite. Also die Schulzeit ist für jeden auch wahnsinnig wichtig. Ein Lernkontext mit großen Ressourcen. Ein Gruppenkontext, in dem soziale Kompetenz, Zugehörigkeit, soziale Normen gelebt und gelernt werden, wie in wenig Kontexten davor und danach. Und so können wir die Selbstwirksamkeitsüberzeugung auf beiden Ebenen fördern. Also individuell, ich kann das, kollektiv, wir können das gemeinsam und partizipativ. Mein Engagement bringt die Gruppe voran. Das ist vielleicht das, was Alfred Adler am meisten gemeint hat. Schule wird so zu einem Möglichkeitsraum, der uns viel, ja, der uns genau das ermöglichen kann, was vielleicht jahrelang ein bisschen zu sehr im Hintergrund stand. Und da geht noch so, so viel mehr. Und Felix, ich glaube, an der Stelle übergebe ich an dich, weil du jetzt anhand des Beispiels der Resilienz noch ein bisschen zeigen wirst, aha, und wie könnte man das jetzt an einem Beispiel nochmal konkreter machen? Genau, danke Verena. Genau, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie Schule in der Klimakrise auftreten kann, welche Wirkung Schule in der Klimakrise entfalten kann, welche Rolle sie auch übernehmen kann. Und wir wollen jetzt im Folgenden das Ganze am Beispiel von Resilienz, von dem Schlagwort Klimaresilienz vorstellen. Dazu nochmal einen Schritt zurück zur Bedeutung oder zum Ausmaß der Klimakrise, die uns mit zwei zentralen Herausforderungen konfrontiert. Einmal, wir sind schon mittendrin, auch wenn das vielleicht in Zentraleuropa noch nicht so stark spürbar ist, wenn wir genauer hingucken, aber schon. Es sei nur an die Hitzesommer erinnert in den vergangenen Jahren. Und wir leben also in einer Zeit, wo sich unsere Lebensbedingungen, die wir gewohnt waren, dramatisch ändern werden. Wer jetzt in den letzten Tagen im Park unterwegs war, durfte wieder sehen, wie viele Bäume während des Sturms oder nach dem Sturm mit dem Sturm umgefallen sind, was viel auch mit der Trockenheit in den letzten Jahren zu tun hat, aber eben auch dadurch, damit, dass wir ja mehr Wetterextreme haben. Also es verändert sich, wo wir leben und wie wir leben können. Hier ist die eine Herausforderung, in dieser Veränderung gesund zu bleiben, uns anpassen zu können an die Veränderungen und dadurch gesund bleiben zu können. Und bereit zu sein für die zweite Herausforderung, nämlich den notwendigen Wandel auch zu begleiten, daran teilzuhaben, einzuleiten und damit schlimmere Auswüchse der Klimakrise eben auch noch eindämmen zu können. Denn wir wissen ja aus der Forschung,
dass die Klimakrise eine voranschreitende Krise ist, die ab einem gewissen Zeitpunkt auch Kipppunkte erreichen wird. Und wenn die erreicht sind, dann ist es ein sich selbst beschleunigender Prozess, wo wir auch gar keine guten Eingriffsmöglichkeiten mehr haben. Und wir müssen also schauen, was wir als Menschen jetzt tun können. Und da sind wir bei Transformation, soziale Transformation, ökonomische Transformation, also unsere Beziehungsweisen, die Art und Weise, wie wir miteinander leben, arbeiten, interagieren, so zu verändern, dass wir eine Chance haben, diese ja, schlimmeren Auswüchse der Klimakrise auch eindämmen zu können. Das sind die zwei zentralen Herausforderungen. Es ist keine Krise, die morgen wieder vorbei ist. Dann könnte man sagen, Adaptation, also Anpassung, ist okay, sondern wir brauchen da ein Stückchen mehr Anstrengung. Das heißt, wenn wir jetzt die Klimakrise ernst nehmen und als ja eine monströse Krise, anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. Verena hat es ja vorhin auch gesagt, warum das alles auch psychologisch einhergeht. Ernst nehmen, dann ist es wichtig, dass erfolgreiche Adaptation auf lange Sicht eben auch Transformation bedeutet. Da bringen wir das Resilienzkonzept ins Spiel, also das uns vielleicht dabei helfen kann, in Anführungsstrichen die Klimakrise zu überleben. Resilienz wird als ist eine personalere und kollektive Ressource zur Bewältigung von Krisen. Das ist ein Konzept, das genau dafür auch entwickelt wurde, wie Menschen Krisen gut bewältigen können und was die Faktoren sind, die Menschen dabei unterstützen, Krisen individuell gut zu bewältigen. Und man kann jetzt nicht sagen, dass Resilienz da ein Persönlichkeitsmerkmal ist und wenn man dann resilient ist, also wenn man da stark ausgeprägt ist, dann überlebt man eine Krise möglichst gut, sondern es handelt sich hier um einen dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess. Also es geht sozusagen da um Anpassung und Entwicklung, also Adaptation und Transformation des Individuums über die Zeit hinweg in Interaktion zwischen dem Individuum, also uns und unserer Umwelt, in der wir leben. Und ein wichtiger Punkt ist, dass dies angesichts ungünstiger Entwicklungsbedingungen und Belastungsfaktoren betrachtet wird. Also das Resilienzkonzept bezieht sich immer auf auch Krisensituationen. Im Bildungskontext ist dabei wichtig, dass man sich genau auf die Entwicklungsperspektive konzentriert, nämlich auf dynamische Resilienzmechanismen, also Resilienzmechanismen, die veränderbar sind, auf deren Entwicklung durch Bildung im Bildungskontext auch Einfluss genommen werden kann. Es gibt statische Resilienzfaktoren, wie zum Beispiel ja, die Geschwisterreihenfolge oder auch das Geschlecht, das man hat. Daran kann man ja nichts ändern. Und dann gibt es Resilienzmechanismen, wo wir sozusagen im Laufe der Zeit auch die Möglichkeit haben, ja, zum Beispiel soziale Kompetenzen aufzubauen, an unserer Selbstwahrnehmung, an Reflexionsfähigkeiten zu arbeiten, Selbstwirksamkeit zu erfahren und selber davon überzeugt zu sein, selbstwirksam zu sein. Also es ist ja auch eine Art von Überzeugung, Forderungen, Stressbewältigung, oder eben ja, Probleme angehen zu können, sie erkennen zu können, reflektieren zu können, Handlungsmöglichkeiten parat zu haben und dann einen Plan zu machen. Kurzum, wenn wir über Resilienz, über dynamische Resilienzmechanismen sprechen, dann geht es oft um Reflexionsfähigkeiten und Handlungskompetenzen, die es zu stärken gilt. Mal nur die Selbstwirksamkeit herausgegriffen, als einer dieser Resilienzmechanismen. Auf der individuellen Ebene betrachtet die individuelle Überzeugung, schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Also ich bin davon überzeugt, dass ich Aufgabe XYZ bewältigen kann und dass, wenn ich sie angehe, auch am Ende ja, eine erfolgreiche ja, Erledigung dieser Aufgabe ansteht. Also ich ein Problem, ein Problem, was mir vielleicht auch als Krise erscheint, am Ende auch gut überstehen kann. Das ist sozusagen, wenn ich da nicht überzeugt bin, dann bin ich nicht selbstwirksam, dann gehe ich es auch vielleicht gar nicht erst an oder ich gehe es ängstlich an und dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, mit diesem Problem gut umgehen zu können. Zwei zentrale Einwände gegen das Resilienzkonzept, die auch derzeit auch diskutiert werden, auch in der Presse besprochen werden. Einer ist, naja, Resilienz als Konzept, da geht es ja vor allen Dingen um Selbstoptimierung. Also, wie kann ich mich selber besser machen, damit ich zum Beispiel auf der Arbeit besser bin, in kürzerer Zeit noch mehr schaffe oder in der Schule bessere Noten kriege? Und da müssen wir auch ganz klar sagen, als Psychologinnen und Psychologen,
So ist das Resilienzkonzept nicht gedacht. Es geht darum, eine Krise gesund zu überstehen, also Krisen gut bewältigen zu können. Da gibt es sicherlich Überschneidungen auch zur Selbstoptimierung. Das heißt aber nicht, nur weil es da Überschneidungen gibt, dass das Konzept schlecht ist. Und wir wollen uns ja der guten Seite dieses Konzepts zuwenden. Ein anderer Einwand, den man auch immer wieder lesen kann, Resilienz sei ja nur eine reine Anpassungsleistung. Und wir wissen ja, Anpassung bringt in der Klimakrise nichts, weil das ist so eine große Krise. Da werden wir als Menschen auf lange Sicht nicht gut damit fahren. Ne? Es gibt Menschen, die können sich einen Bunker bauen und da Lebensmittel einladen. Es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die das wirklich auch machen, die sich so bedroht fühlen, dass sie jetzt sagen, okay, ich muss da was tun, ich muss vorsorgen, ich muss mich anpassen und dann mache ich halt das. Aber das ist eine reine Anpassungsleistung, die in die Sackgasse führt. Und wo wir den Fokus bei Resilienz eben auch sehen, ist eben, dass man eine Transformationsleistung erbringt, also eine Krise, die dauerhaft anhält, wie das bei der Klimakrise der Fall ist, eben nur dann auch bewältigen kann, wenn man sich auf einen Transformationsprozess einlässt. Und dann ist das Zauberwort transformative Adaptation, also eine Anpassung und eine Transformation über die Zeit hinweg, sodass man einerseits daran arbeitet, dass die Krise nicht immer größer wird und vielleicht auch eher wieder abnimmt und auf der anderen Seite aber schaut, dass man gleichzeitig gesund bleiben kann. Wenn man diese Dimension sich anschaut, also wir haben einmal diese doppelte Resilienzanforderung als Dimension, also einmal Anpassung und zum anderen Transformation. Adaptive Resilienz im Sinne von eine Kapazität zu entwickeln, sich an die Klimakrisenfolgen anzupassen und dabei gesund zu bleiben. Eine transformationale Resilienz in dem Sinne, die Kapazität zu entwickeln, aufzubauen, Transformationsprozesse mit einzuleiten, an ihnen teilzuhaben, eben auch mit dem Ergebnis leben zu können. Also weil das eben auch eine Herausforderung für uns ist, nicht nur die Veränderung der Umwelt zu bewältigen, sondern eben auch, wenn wir unsere gesellschaftlichen Bedingungen miteinander verändern müssen, damit sich das Klima nicht weiter so dramatisch verändert, dann geht es eben auch darum, mit solchen Transformationsprozessen umgehen zu können und deren Ergebnisse bewältigen zu können. Und die zweite Dimension, das ist auch das, was Verena ja auch am Anfang sehr stark gemacht hat. Wir dürfen nicht nur die individuelle Ebene betrachten, also uns alleine, okay, ich passe mich an, dann geht es mir gut und nach mir die Sintflut im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eben auch die kollektive Ebene, also die Fähigkeit von Gruppen oder größeren sozialen Systemen, Stressfaktoren zu absorbieren, also sie abzufedern und gleichzeitig handlungsfähig zu bleiben und das über eine lange Sicht, also eben auch zu schauen, wie können sich Systeme so verändern, dass ja, die erarbeiteten Standards in der Zivilisation, die wir erreicht haben, auch ja, am Ende einer Klimakrise oder einer Krise, die das Ausmaß dieser Klimakrise hat, oder am Ende einer Pandemie auch immer noch gehalten werden können. Genau, und wenn man diese zwei Dimensionen mit den jeweils zwei Ausprägungen sich anschaut, dann kann man so eine Vierfeldertafel erstellen. Verena hat ja schon gesagt, dass Psychologinnen und Psychologen mögen solche vier Felderschemen, die können Komplexität nochmal schön runterbrechen. Also hier die beiden Dimensionen, also individuell, kollektiv und Adaptation und Transformation. Wichtig ist, dass man jetzt nicht denkt, naja, jetzt trage ich in jedes Feld was ein oder ich denke mir für jedes Feld was aus und dann steht jedes Feld für sich, sondern das sind alles miteinander verschränkte ja, Prozesse und auch Aufgaben, die sich auch überlappen und die man gar nicht getrennt voneinander betrachten kann. Aber es ist wichtig, dass man die vier Felder mitdenkt, um zu sehen, okay, da darf ich nichts vergessen oder ich darf den Fokus auch nicht zu sehr auf das Individuum legen. Das hat ja Verena eingangs auch deutlich gemacht, warum das wichtig ist. Mal ein Beispiel, um das ein bisschen konkreter zu machen, was das eigentlich bedeutet. Wir hatten ein paar Hitzesommer in den letzten Jahren. Es gibt eine Robert-Koch-Studie, die auch gesagt haben, dass wegen der Hitze in Deutschland auch Menschen gestorben sind. Also durch die Hitze zusätzlich zur normalen Sterblichkeit auch Menschen verstorben sind aufgrund von Hitzestress, wo wir eben sehen, die Klimakrise hat dramatische Auswirkungen. Und wir wissen auch, dass Hitzestress für Heranwachsende, die noch in der körperlichen und auch emotionalen psychischen Entwicklung sind, durchaus auch gesundheitliche Risiken birgt. Deshalb ist es wichtig, dass wir schauen, dass Kinder und Jugendliche natürlich auch gut mit Hitzestress umgehen können, also mit in Hitzesommern auch ja, Adaptation zeigen können auf der individuellen Ebene.
Das heißt zum Beispiel für ein Kind oder einen Jugendlichen zu wissen, an besonders heißen Tagen bleibe ich vielleicht auch lieber drin oder suche vor allen Dingen schattige Stellen aus. Also ich powere mich jetzt nicht mitten in der heißen Sonne aus. Das erfordert die Kompetenz, Reflexion. Also ich muss mir des Risikos bewusst sein, ich muss darüber reflektieren und ich muss wissen, wie ich dann damit umgehe. Also zum Beispiel schattige Stellen aufsuchen. Ist natürlich nicht so schön, wenn Kinder den ganzen Tag im Gebäude bleiben müssen. Das wollen wir ja auch gar nicht. Deshalb muss sich dann der Kontext, also die Schule, Gedanken machen. Okay, wie können wir Kinder auch draußen gut vor Hitzeeinwirkung schützen? Also vor allen Dingen auch vor der Hitze, die durch direkte Sonneneinstrahlung entsteht, durch das Hitzeempfinden und aber auch natürlich auch durch die schädigenden Sonnenstrahlen. Und ja, da könnte sich die Schule jetzt überlegen, okay, dann stellen wir halt ein großes Sonnensegel auf oder in der Pandemie stellen wir lieber mehrere Sonnensegel auf, damit die Kinder sich nicht alle unter einem Sonnensegel drängen. Da muss der Kontext also auch wieder reflektieren, okay, wir haben hier einen Schulhof, der ist wenig schattig, wir brauchen eine Lösung dafür, weil sonst kommen unsere Schutzbefohlenen zu Schaden. Und da muss man natürlich als Schule auch wissen, was man tun kann, zum Beispiel das Sonnensegel aufstellen. Dafür muss man natürlich aber auch Ressourcen haben. Wenn man das jetzt transformativ denkt, könnte man ja sagen, okay, ein Sonnensegel ist ja schön und gut, das schützt uns jetzt, das hilft bei der Adaptation, aber transformativ ist das nicht. Das Thema Bäume ist immer wieder im Gespräch. Also Bäume sind Schattenspender, vor allen Dingen in der Stadt ganz wichtig. Sie sind ganz wichtige Klimaregulatoren im Nahraum. Und sie sind natürlich auch ganz wichtig generell. Und da ist es natürlich gut zu schauen, dass wir jeden Baum, der gerade verloren geht, auch ersetzen können. Also wäre es zum Beispiel ein schönes Projekt, wenn Schule gemeinsam mit den Behörden vor Ort zum Beispiel eine Schulbaumschule einrichtet. Auch da wieder ist es wichtig zu reflektieren, okay, was ist daran wichtig, was hat das für eine Bedeutung, was hat das für einen Langzeiteffekt und was können wir genau tun. Man könnte natürlich als Zwischenschritt auch sehen, wir gucken erstmal, dass wir auf dem Schulhof Bäume pflanzen können. Auch wenn das natürlich der Baum heute noch keinen Schatten spendet, sondern erst übermorgen, aber auch ein wichtiger Zwischenschritt. Aber so ein Schulprojekt, eine Schulbaumschule oder einen Schulwald zu pflanzen, kann dann wiederum für die individuelle Ebene bedeuten, dass Schülern die Möglichkeit geboten wird, an solchen transformativen Prozessen auch aktiv teilzuhaben. Also nicht nur sogar daran teilzunehmen, sondern sie auch selber mit einzuleiten, also zu partizipieren, aber auch selber Selbstwirksamkeit in dem Sinne zu erfahren, dass man selber gemeinsam was plant, was man dann auch in die Tat umsetzt. Das ist sozusagen die Idee dieser Vier-Felder-Tafel, diese Verschränkung von Adaptation, Transformation individueller und kollektiver Ebene, dass man das gemeinsam denkt, um dann am Ende ja Resilienz zu fördern, damit Kinder und Jugendliche am Ende ihrer Schulzeit eben auch sind, die für die das Gewohnheit ist, genauso zu denken, in solchen Bahnen zu denken und dann eben auch auf ein Problem mit ja, Handlungswissen zu reagieren. Ein Stückchen abstrahiert, was heißt das jetzt für Resilienzbildung in der Schule? Auf der individuellen Ebene im Bereich der Adaptation ist es wichtig, dass Schulen dafür sorgen, dass junge Menschen dort ja, Fähigkeiten entwickeln, Stresssituationen gut reflektieren zu können und angemessen auf sie reagieren zu können. Wir wissen, dass es eine große Herausforderung schon von Schulen ist, seit es Schulen gibt. Und wir wissen aber, dass es auch bis heute immer wieder Schwierigkeiten dabei gibt, dass in dem Kontext Schule viel zu kurz kommt, wie man mit Stress umgeht, wie man Stress bewältigen kann und wie man da eben auch im Stress gesund bleiben kann. Also es ist Aufgabe der Schule, da eben auch Programme umzusetzen und zu implementieren, um Schüler dabei zu unterstützen, ja, sich selbst reflektieren zu können, zum Beispiel auch Gefühle überhaupt benennen zu können. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Grundschule. Also was ist das, was ich da gerade fühle? Wir leben in einer Gesellschaft, wo viel zu wenig über Gefühle auch gesprochen und reflektiert wird. Und dann sind wir manchmal total sprachlos und wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen und wir wissen gar nicht, was das ist, was wir da in uns spüren. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Schule und da geht es auch darum, ja, Programme in Schule zu verankern, wo es nicht nur um Wissensvermittlung, Fakten und so weiter geht, sondern eben auch um, ja, Reflexion im sozialen Kontext, um das Miteinander eben auch sich selber einschätzen zu können und da ja gut drauf reagieren zu können. Und auf der transformativen Ebene, also wenn es uns gelingt, da auch auf lange Sicht gesund zu sein, im Angesicht von Krisen gut drauf reagieren zu können, geht es eben auch darum, was können wir jetzt konkret tun?
eine Krise auch einzudämmen oder zu beenden. Und da sind wir wieder, wo das System Schule vielleicht auch in Zusammenarbeit mit anderen Systemen schauen kann, okay, was können wir denn konkret vor Ort in der Gemeinde tun? Das hat ja auch der vorherige Vortrag auch schon am Ende ganz gut dargestellt und zusammengefasst. Also was kann eine Schule ganz konkret anpacken und solche Projekte vernetzt vor Ort auch anzugehen, um dann eben zu ermöglichen, dass Schülerinnen und Schüler in der Schule Selbstwirksamkeit erfahren, Problemlösefähigkeiten entwickeln und auch anwenden können, darüber wieder mehr Selbstwirksamkeit erfahren können, in ihren Resilienzmechanismen auch gestärkt werden können und hier eben auch die Möglichkeit dann zum konkret schon in der Schule, mit der Schule gemeinsam zum Handabdruck beizutragen. Wir wollen kurz noch auf drei Anwendungsbeispiele eingehen, die wir auch jetzt gesehen haben, dass die auch im Programm des KISS-Symposiums auch vorhanden sind. Zum Beispiel, wenn man ganz groß denkt, das Projekt 20 von Gregor Hagedorn, der vor uns auch dran war, der vorschlägt, 20% der Unterrichtszeit in Schulen für Nachhaltigkeitsbildung zu reservieren. Er schlägt ja noch viel mehr vor. Er schlägt ja zum Beispiel vor, 20% in allen Lebensbereichen, also zum Beispiel auch in den Nachrichten, für Kampagnen und so weiter. Und man könnte jetzt ja überlegen, okay, die Klimakrise ist so gewaltig, so dramatisch, dass es ja eigentlich relativ wenig wäre zu sagen, ja, in jeder Unterrichtsstunde muss 20% der Zeit auch für Nachhaltigkeitsbildung, ja, reserviert werden. Das kann man auch in allen Fächern machen. Man kann sich dann überlegen, was man dann Mathematik macht oder eben im Sozialkundeunterricht, im Ethikunterricht oder auch im Deutschunterricht. Ein anderes schönes Projekt ist, dass sich auch generell darüber Gedanken macht, wie Schule, ja, wie man Schule neu denken kann, wie sich Schule so entwickeln kann, dass eben gerade Resilienzfaktoren gestärkt werden. Das ist Schule im Aufbruch von Margret Rasfeld und ihrem Team. Und aus diesem Projekt Schule im Aufbruch ist ein Lernformat, der sogenannte Friday, entwickelt worden, wo wöchentlich 4 Stunden mindestens reserviert werden, um gemeinsam an verschiedenen Zukunftsthemen in Schule zu arbeiten. Und im Rahmen eines solches Projektes ist auch an einer Schule schon ein Schulwald gepflanzt worden. Das kann man sich auf der Seite von Friday schon auch super durchlesen, also auch aus der Perspektive der SchülerInnen, die daran teilgenommen haben, was da alles dazugehört und was das für verschiedene Schritte sind und was es dann am Ende auch ja für ein Gefühl ist, wie man, wenn man so etwas. Und dann, also Friday kann man sich zum Beispiel morgen noch um 17 Uhr anhören und heute noch 17:30 Uhr wird ein Peer-to-Peer-Ansatz vorgestellt. Peer-to-Peer ist ganz wichtig, weil wir aus der Sozialpsychologie kennen und wissen, dass wenn es darum geht, ja unser Verhalten zu verändern oder auch uns überhaupt Verhalten zu entwickeln, dass dann die Normen aus der eigenen Gruppe ganz wichtig sind. Also das, was wir von den Menschen wahrnehmen, der Gruppe wahrnehmen, der wir uns zugehörig fühlen. Und natürlich fühlen sich gerade Jugendliche ihrer Peer Group, also ihren anderen Jugendlichen, zugehöriger als zum Beispiel ihren Eltern oder ihren Lehrkräften. Darum ist es ganz wichtig, dass eben Klimabildung auch ja von der Eigengruppe aus ausgeht. Ich denke, Fridays for Future ist ein super Projekt, wo sowas schon total selbstverständlich stattfindet. Also dass eine Jugendliche, nämlich Greta Thunberg, das vorgemacht hat und andere, die sich mit ihr identifiziert haben, haben sich dann mit ihr solidarisiert, haben das weltweit nachgemacht, dann sind immer mehr dazugekommen. Und es ist halt ein Projekt, das Jugendliche sozusagen aus der Eigengruppe entwickelt haben. Für Schule könnte es natürlich noch eine Herausforderung sein, wie Schule so stattfinden kann, dass Schülerinnen und Schüler auch die Lehrkräfte dort zu ihrer Eigengruppe zählen. Und dann eben auch quasi Lehrkräfte auch Peers sind, die natürlich auch im Unterricht nochmal ganz andere ja, Ressourcenkompetenzen haben, um gute Klimabildung zu machen und Nachhaltigkeitsbildung. Ja, ein anderes Thema ist für den Handabdruck ist das sogenannte Schwarm for Future und da gebe ich nochmal an Verena ab. Ja, der Schwarm for Future ist eine großartige Idee und ich finde, der passt auch sehr gut in diesen Kontext. Also es geht im Prinzip darum, das Mittel der Bürgersprechstunde zu nutzen. Also wir als BürgerInnen können eine Sprechstunde nutzen und sagen, hier, was sagen Sie denn eigentlich und was sind Ihre Konzepte bezogen auf die Klimakrise? Wir sind dazu sogar herzlich eingeladen. Was ich nicht so präsent hatte, vielleicht weil ich einfach zu lange gebraucht habe, um selber politisch zu werden und zu denken und diese kollektive, partizipative Möglichkeit zu nutzen. Und der Schwarm von Future for Future hat da eine super Plattform,
Plattform geschaffen und hat sozusagen die Infrastrukturen sehr erleichtert, um da mitmachen zu können. Also im Prinzip macht man einfach einen Termin aus, geht hin und stellt Ziele vor. Es wird dann auch gesagt, welche Ziele sinnvoll sind. Es wird in einem Argumentationshilfen gegeben. Aber es ist wirklich sehr niedrigschwellig und jeder könnte daran teilhaben. Und warum nicht auch Schulen, warum nicht auch LehrerInnen, die das selber machen und davon erzählen? Oder warum könnte man nicht auch in der Schule mal darüber sprechen, über diese Möglichkeit der Partizipation? Genau, am Ende nochmal auf einen Blick, wie wir uns das sozusagen vorstellen und was sozusagen unser Argumentationsstrang jetzt hier im Input war. Also wir haben die These aufgestellt, dass die Klimakrise sowohl Anpassung als auch Transformation erfordert. Anpassung deswegen, um gesund zu bleiben, um dann eben an Transformationsprozessen auch teilhaben zu können. Weil wenn wir uns nicht wohlfühlen, wenn es uns nicht gut geht, dann ist es natürlich schwierig für uns, uns mit anderen Menschen in der Gruppe an solchen Prozessen zu beteiligen oder sie überhaupt zu initiieren. Ja, es gibt immer Ausnahmen, aber die Regel ist doch so, dass wenn wir eher für uns, dann ziehen wir uns zurück. Und deshalb ist es wichtig, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen, um ja für die Transformation auch bereit zu sein und auch daran teilzuhaben. Ja, wir kennen es ja auch aus dem Schulkontext. Also Lernen ist dann möglich, wenn es Schülerinnen und Schülern gut geht. Und guter Unterricht ist auch nur dann möglich, wenn Lehrkräfte sich wohlfühlen in der Schule. Wir schlagen vor, diese Vier-Felder-Tafel, die wir vorgestellt haben, als Praxis- und Hilfsmittel zu nutzen, um auf verschiedenen Ebenen unserer Gesellschaft und über verschiedene Bereiche des Zusammenlebens hinweg Möglichkeiten, Aufgaben zu definieren, Möglichkeiten zu diskutieren, dabei nichts zu vergessen, um quasi unsere Resilienz als Einzelperson, als Gruppen und als Gesellschaft zu stärken und um da eben das große Ziel einer gesellschaftlichen Transformation eben auch gut angehen zu können und auch bewältigen zu können. Dabei ist zum Ersten psychisch gesund zu bleiben. Eine Umweltverbundenheit zu entwickeln, geradezu ein ökologisches Mainstreaming mit zu unterstützen, das auch in die Schulen hineinwirkt. Also, dass wir alles, was in unserer Gesellschaft passiert, unser Miteinander, Verkehrswesen, Gesundheitswesen, unsere politische Gruppe, zu der wir uns gehörig fühlen, unser Freundeskreis, die Schule und so weiter, der Verein, dass sie alle auch ökologisch denken und die Ökologie quasi, die Nachhaltigkeit auch zur DNA unserer Systeme, unserer Netzwerke gehört. Um dann eben die ökosozialen Krisen, da ist die Klimakrise ja nur eine von mehreren, bewältigen und möglichst eindämmen zu können. Die Rolle der Schule dabei ist, ein Raum zu sein für Entwicklung und Sozialisation in der Gruppe, ein ganz wichtiger Raum, der weltweit sehr, sehr viele junge Menschen erreicht. Ich glaube, wir haben weltweit keine Struktur, kein System, das auch nur annähernd so eine breite Masse an Menschen in ihrer wichtigsten Entwicklungsphase erreicht. Und in diesem Kontext individuelle Wirksamkeit erfahren zu können und kollektive Wirksamkeit erfahren zu können. Und damit einen der wichtigsten Resilienzmechanismen, nämlich Selbstwirksamkeit, zu stärken. Damit sind wir durch. Das war's von uns. Und dann gehen wir zurück an Frau Kielmann. Vielen herzlichen Dank für diesen doch sehr umfassenden und wunderbar vorgetragenen Vortrag, der sehr, sehr viel Input gegeben hat, mir auch viele Gedankenanregungen gegeben hat. Insbesondere um das Thema, nämlich was machen wir mit unseren Schülern, kompetent machen wir sie letztendlich für das, was sie erwartet. Ich würde gerne die letzten Minuten nutzen, um Ihnen Fragen aus dem Chat zu stellen, die gekommen sind mit sehr unterschiedlicher Perspektive. Also es geht zum einen nochmal um das Experiment, was Frau Kantrowitsch vorgestellt hatte und die Frage, inwieweit doch nicht das Verhalten, dass man einen Freund braucht, um aktiv zu werden, eher ein Zeichen von Egoismus sei, also menschlichem Egoismus, der dahinter steckt. Ah, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich ahne, was gemeint ist. Ich würde das nicht Egoismus nennen. Ich würde es vielleicht eher Sicherheit nennen. Also,
Man braucht sozusagen eine Rückversicherung. Und natürlich wäre das klasse, wenn wir jederzeit total mutig und sicher sind in allem, was wir tun. Aber es hält uns nun mal eben nicht da mit jemandem, der uns sozial. Und wenn der dabei ist, dann sind wir mutiger. So würde ich das eher formulieren. Ich würde es nicht als egoistisch sehen, sondern wenn der Freund von mir dabei ist, denke ich, so falsch kann es nicht sein. Und sonst denke ich vielleicht, hä, ist das denn richtig? Ist das denn wirklich gefährlich? Denkt der andere, warum macht der nichts? Mache ich hier zum Affen, wenn ich das mache? So. Und das denke ich halt alles bei Freunden nicht oder wenn ich mich sozial gut aufgehoben fühle. Man darf den Egoismus ja auch nicht verteufeln, weil es geht da ja auch um Selbsterhaltung, also gesund zu bleiben zum Beispiel, ist ja auch egoistisch. Wir befriedigen unsere Bedürfnisse, unsere Grundbedürfnisse und einen Freund zu haben, der dabei ist, befriedigt ja auch das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit. In dem Sinne kann man den Egoismus da ja auch als etwas Positives begreifen. Gut, vielen Dank. Eine weitere Frage bezog sich auf das ja durchaus merkwürdige Verhalten, was auch Frau Kantrowitsch zu Beginn ihres Vortrags ansprach, dass Menschen beispielsweise sagen, sie würden ja sehr wohl Bio einkaufen wollen, aber letztendlich an den Verkaufszahlen sich ablesen lässt, dass das eben nicht der Fall ist. Und da kam die Schlussfolgerung und die Frage eigentlich an Sie, wie Sie das sehen. Inwiefern das System also nicht schuld ist, sondern der einzelne Mensch zu bequem ist oder sich selbst und den anderen gegenüber nicht ehrlich genug. Also ich glaube, das ist deutlich, oder das ist halt vielleicht was, da kann man sich mal diesen TED-Talk nochmal angucken von dem Per Aspen Stoknes, wo das beschrieben wird, was unsere Hürden sind, weil die sind natürlich durchaus da. Also ich rede mir auch manchmal Sachen schön. Ich glaube, jeder kennt das, dass man manchmal, wenn irgendwas unangenehm ist, sich irgendwie was schönredet. Das ist ganz menschlich. Allerdings, gerade bei dem Bio-Beispiel wird es auch nochmal deutlich. Also das ist ein Beispiel, wo auch sehr, sehr. Naja, zum Beispiel entscheidend ist, zu welcher sozialen Gruppe ich gehöre, wie viel Geld ich habe. Das ist eine ganz große Frage. Also ich kann mir das auch nur ab einem bestimmten Punkt leisten. Und es ist ja schon komisch, dass also ich denke immer, konventionelle Produkte sind ja total legal. Also es ist alles legal, was wir da kaufen können. Das wird uns gesagt, ja, wieso, ist in Ordnung. Das, was wir machen müssen, ist dieses Heldenmäßige, das Erkennen, aber eigentlich ist doch nur Bio in Ordnung. Und dann ist ja die Frage, wollen wir jetzt gucken, warum die Leute denn so Schwierigkeiten haben, mehr Bio zu kaufen? Oder ist nicht vielleicht die Frage, wie könnte es leichter, Bio für alle zu machen und das als Norm zu machen, dass die Selbstverständlichkeit nicht das Falsche ist? Das ist ja eigentlich das Komische daran. Könnte es sein, dass die Umfragewerte mit der hohen Bereitschaft, Bio zu kaufen, unter Umständen auch daran oder damit erzielt werden, dass die Menschen die vermeintlich gewünschte Antwort geben? Soziale Erwünschtheit spielt immer eine Rolle, Felix, oder? Was würdest du Ja, sagen? klar. Also soziale Erwünschtheit spielt immer eine Rolle. Das kann man nicht ganz ausschließen. Wir wissen aber eben auch, dass Menschen sich eben auch an ihrer Eigengruppe, das hatten wir auch vorgestellt, auch orientieren. Wir wissen auch aus Studien, dass wenn wir das Gefühl haben, dass aus unserer Umgebung, aus unserer Eigengruppe die Normen relativ hoch sind, zum Beispiel was Nachhaltigkeitsstandards angeht, dann sind wir da auch eher daran interessiert, solche Normen auch ja zu verinnerlichen und zu befolgen und das dann eben auch zu tun. Also wir lernen ja auch am Modell und Modelle sind besonders wirksam, wenn sie uns wichtig sind und bedeutsam sind. Und das eine ist die soziale Erwünschtheit, okay. Und das andere ist aber auch die Orientierung an anderen Menschen, die ganz wichtig ist für uns. Ja, soziale Erwünschtheit kann man negativ sehen und kann man aber auch wieder positiv sehen, weil es ist ja für uns ein wichtiger Kompass eben auch, weil wir als Menschen nur als Teil einer Gemeinschaft gut leben können und überleben können und uns wohlfühlen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir ein Radar dafür haben, was andere Menschen eben für wichtig befinden. Und wenn andere Menschen in unserer Umgebung ja hohe Nachhaltigkeitsstandards für wichtig befinden, dann ist es für uns dann auch wichtig, das wahrzunehmen und gegebenenfalls auch in unsere Haltung zu integrieren. Ja. Dankeschön. Zwei Fragen, die sich gegenseitig bedingen. Die eine ist, haben die Menschen die Dringlichkeit womöglich, also der Klimakrise und des Handelns womöglich noch nicht verstanden? Das definitiv kann man sagen, ja. Also die Dringlichkeit ist noch nicht
Verstanden. Also ich denke, das Problem ist mittlerweile weltweit sehr gut bekannt. Da müssen wir gar nicht mehr so viel dran arbeiten. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, dass das Ausmaß und auch die zeitliche Nähe, die ja doch da ist, verstehbar zu machen, begreifbar zu machen, dass auch da ein Bewusstsein dafür entsteht. Und da wäre zum Beispiel ein gutes Projekt, das, was Gregor Hagedorn vorgeschlagen hat mit den 20% oder Klima vor 8, dass uns täglich bewusst wird, es ist wirklich höchste Eisenbahn. Ja. Eine allerletzte Frage, dann sind wir ja auch schon am Ende. Ist die derzeitige Krisenzeit vielleicht gerade die richtige Zeit, also gemeint ist die Corona-Krisenzeit, die richtige Zeit für Transformation und dem Lernen mit transformatorischen Prozessen klarzukommen? Ja, also, das ist erst eine schwierige Frage, weil man kann die Corona-Krise, sollte man nicht schönreden, sie ist einfach ein großes Problem und da sollte man nicht sagen, das ist ja eine tolle Chance. Es ist aber zu hoffen, dass wir das Beste daraus machen. Also, und ich habe schon vieles gelernt in dieser Krise, was hilfreich ist oder viele Dinge, die ich jetzt zusammen mache, Felix, die hätten wir sonst auch nicht zusammen gemacht, wenn es nicht so leicht gewesen wäre, sich jetzt so zu vernetzen. Oder ich weiß gar nicht, ob dieser Kongress genauso stattgefunden hätte. Ne? Also das sind vielleicht Sachen, wie wir das nicht gut nutzen können. Ich glaube, wir können versuchen, daraus das Beste zu machen. Und ich möchte noch ganz kurz ergänzend zu Felix Punkt sagen, dass die Dringlichkeit nicht bewusst ist. Ich glaube, die Dringlichkeit ist vielleicht zu wenig bewusst. Aber was auch zu wenig klar ist, ist, was ich machen kann. Und es ist zu wenig klar, dass wir Gemeinschaft und Kollektiv brauchen und dass wir das auch können. Ich glaube, das müssen wir lernen. Und dann ist nämlich plötzlich die Idee, dann brauche ich nicht mehr zynisch, ironisch oder achselzuckend darauf zu reagieren, sondern motiviert und mit Hoffnung. Ich finde immer den Spruch super, Pessimismus in der Analyse, Optimismus in der Strategie. Und damit haben Sie jetzt ein hervorragendes Schlusswort gesprochen und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und hoffe, dass es noch viel Vernetzung geben wird und Ihre Gedanken mit aufgegriffen werden. Dann sage ich einfach Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.